Hallo, mein Name ist Dominik und ich zeige euch Videos rund ums Thema Apple Mac und OS X. Im folgenden Video zeige ich euch das Programm iPhoto 11 aus der iLife Suite. Ich habe hier ein jungfräuliches iPhoto auf einem Mac, den ich gerade fernsteuere. Das bedeutet über die Bildschirmfreigabe. Und wenn es hier ein paar Verzögerungen gibt, liegt das ganz einfach daran, dass es hier auf meinem Bildschirm, auf dem ich das Ganze aufzeichne, etwas langsamer rüberkommt. Das liegt nicht an der Leistung des Macs. So, dann starte ich mal iPhoto. Dort sind keine Bilder drin und noch gar nichts, so wie man das auf einem frischen Mac vorfindet. In OS X Lion ist das Ganze eine Vollbild-App. Ihr könnt also auch im Vollbild das Ganze machen, dazu aber später. iPhoto ist dafür geeignet, um Fotos zu organisieren, um Fotos auch zu bearbeiten, und das gar nicht mal schlecht. Ich kann nicht nur fertige JPEGs beispielsweise oder 16-Bit-TIFFs, sondern auch RAW-Bilder in die Mediathek importieren und diese verlustfrei in Anführungsstrichen bearbeiten. Dazu aber später mehr. Ich kann Gesichter erkennen lassen von iPhoto. Das heißt, ich weise beispielsweise einem Bild, wo ein Gesicht enthält, den Namen zu, trainiere iPhoto ein bisschen und er erkennt zukünftig die Gesichter in Bildern selbst. Das gleiche gilt mehr oder minder für Orte. Wenn ihr beispielsweise ein Foto mit eurem iPhone oder anderem GPS-fähigen Gerät macht und das Gerät packt die GPS-Koordinaten mit in die EXIF-Daten des Bilds, dann wertet iPhoto das Ganze hier an den Orten aus und weist beispielsweise ein mit dem iPhone oder anderem Gerät geschossenes Bild automatisch dem Ort zu. Oder ihr könnt auch manuell einen Ort definieren, aber auch dazu später mehr. Ich habe dann hier eine kleine Selektion, beispielsweise den letzten Import von Bildern, die letzten 12 Monate, markierte Fotos oder den Papierkorb von iPhoto. Und ich habe hier beispielsweise eine freigegebene Mediathek eines anderen Macs. Ich kann hier in der iPhoto-Mediathek suchen. Ich kann mir die Übersicht in verschiedenen Zoomgrößen anschauen, zeige ich euch auch nachher. Ich kann eine Diashow starten, ich kann genaue Informationen zu dem Bild mir anzeigen lassen, aber dazu erstmal später mehr. Zunächst mal brauchen wir Bilder und dazu hole ich mir von meiner freigegebenen Mediathek hier die Bilder vom Update von Leopard auf damals Snow Leopard. Die möchte ich alle haben, die könnte ich mir jetzt zwar auch anschauen, aber ich möchte die von der freigegebenen Mediathek in meine importieren. Dazu markiere ich mir alle Bilder und ziehe sie einfach hier auf meine Ereignisse. Damit wird der Import gestartet. Er sagt jetzt, was noch verbleibende Fotos über sind. Das warten wir mal kurz ab. Das Ganze läuft hier übers Netz, also über WLAN, dauert einen ganz kleinen Moment. Er hat dem Ganzen ein Datum zugewiesen als Ereignisname. Das war der 28.08.2009 damals. Ich glaube, an dem Datum ist auch Snow Leopard damals erschienen. Ich möchte das Ganze aber nicht so benennen, sondern benenne das Ganze jetzt hier Snow Leopard Upgrade, damit ich das besser zuordnen kann. Denn das Datum steht hier unten immer noch, wann die Fotos aufgenommen worden sind. Hier, ihr seht auch, es sind 15 Bilder enthalten. Und wenn ich jetzt hier auf Fotos gehe, sehe ich all meine Fotos. Ich habe jetzt nur 15 Stück und bei den Ereignissen sehe ich meine Ereignisse. Und um das nochmal ein bisschen mit weiteren Fotos zu füllen, schiebe ich jetzt eine SD-Karte hier in den Mac hinein. Er springt automatisch schon auf das erkannte Gerät. Ihr könnt auch euer iPhone anschließen oder eine Kamera direkt, dann wird er das erkennen. Das ist der normale im Importieren-Dialog. Ihr seht, er erkennt die Fotos meiner Canon-Kamera in der noch nicht ganz tollen Auflösung. Das sind sogar RAW-Bilder hier, also von der Canon G12, eine relativ aktuelle Kamera. Und ich könnte zum Beispiel auch sagen, hier im Importieren-Dialog, wenn ich sehr viele Fotos habe, bereits importierte ausblenden. Es ist noch keins in meiner Mediathek. Das würde nämlich bedeuten, wenn ihr auf eurem iPhone sehr, sehr viele Bilder habt beispielsweise oder auf eurer Kamera, wenn ihr jetzt im Urlaub seid, habt euren Mac mit oder wie auch immer, importiert regelmäßig diese Bilder, dann könnt ihr hier
bereits importierte Ausblenden machen und er zeigt euch nur neue Bilder an. Und vor dem Importieren könnte ich hier jetzt den Ereignisnamen vergeben. Das mache ich auch gleich. Ich sage einfach Fotos vom Mac und ich möchte alle importieren oder ich könnte auch nur auswählen und sage, okay, ich möchte nur die Auswahl importieren. In dem Fall möchte ich jetzt alle importieren. Dann klicke ich hier auf alle importieren. Wie gesagt, es handelt sich hier jetzt um RAW-Bilder. Das sind noch nicht von der Kamera entwickelte Bilder, also keine JPEGs, sondern das RAW-Format und auch damit kann iPhoto umgehen. Er fragt mich noch, ob er die Fotos auf der Kamera oder auf dem Stick bzw. der SD-Karte löschen soll und ich sage, ja, er soll sie löschen. Ich könnte auch behalten sagen, dann bleiben sie erstmal auf der Karte drauf. Ich werfe jetzt die SD-Karte mal aus und ziehe sie aus dem Mac wieder raus. Jetzt habe ich hier den letzten Import. Das waren natürlich nur diese Bilder, die wir gerade sehen und nicht die, die wir aus der Mediathek hier geholt haben. Wenn ich jetzt auf Ereignisse klicke, seht ihr, das sind die Fotos vom Mac, wie wir das gerade gemacht haben und sind am 1.8.2011 aufgenommen worden. 6 Fotos. Ich könnte mir das jetzt hier auch ein bisschen größer anzeigen lassen, wenn ich das groß haben möchte. Oder noch kleiner, wenn ich jetzt sehr, sehr viele habe. So. Dann klicke ich jetzt mal auf das Ereignis drauf. Und könnte beispielsweise hier über den kleinen Pfeil sofort Schnellbearbeitungen durchführen. Das heißt, ich könnte es drehen, ich könnte es ausblenden lassen. Ich kann es in den Papierkorb schieben. Ich kann hier eine Wertung abgeben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr, sehr viele Fotos habe, beispielsweise Urlaubsbilder. Ihr habt jetzt 400-500 Urlaubsbilder geschossen. Dann könnt ihr hier schon die besten auswählen und danach dann selektieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt 600, 700, 800, wie viele Bilder auch immer aus dem Urlaub mitbringe und eine Vorselektion anhand von Sternen vergebe, dann kann ich sagen, okay, ich habe ja schon in diesen ganzen 700 Bildern die Bewertungen festgelegt, dann fange ich mit den Bildern an, die bei mir 5 Sterne als Bewertung haben. Hier. Oder ich sage, als nächstes bearbeite ich die Bilder, die nur 4 Sterne Bewertung haben. Und so weiter und so fort. Dafür ist das beispielsweise auch gedacht. Ich könnte auch das Bild kopieren. Ich kann es als Schlüsselfoto festlegen. Ich nehme jetzt mal das hier als Schlüsselfoto. Und dann sehe ich nämlich, wenn ich jetzt hier auf die Ereignisse klicke, dass das das Vorschaubild von dem Ereignis ist. Um jetzt ein Foto zu bearbeiten, könnte ich doppelt draufklicken. Ihr seht schon, dann geht unten hier eine Leiste auf, wo ich auch direkt zu den weiteren Fotos springen kann oder ich kann mir hier weitere Infos einblenden. Ihr seht, es ist mit einer Canon PowerShot G12 aufgenommen worden mit automatischem Weißabgleich und die Messmethode war Mehrfeld. Das ist das, was das Objektiv leistet, da es ja keine Spiegelreflex ist. Die Canon G12 hat sie von 6,1 bis 30,7 mm Zoom. Das ist die Auflösung, 10 Megapixel kann das Gerät. Die Datei ist 12,8 MB groß, weil ich im RAW-Format aufgenommen habe, mit ISO 800, einer Brennweite von 6,1. Ich habe 0,3 unterbelichtet, eine Blende von 2,8 und eine 60stel. Das Ganze heißt IMG-1290. Ich habe die Bewertung hier festgelegt, könnte das auch nochmal ändern. Ich kann das Ganze beschreiben, beispielsweise mit MacBook Pro-Tastatur, nahe oder wie auch immer. Ein Gesicht ist hier nicht zu erkennen, sonst könnte ich das Gesicht gleich zuweisen. Und ich kann einen Ort zuweisen. Das ist in Hannover beispielsweise aufgenommen worden. Nicht in der Eilenriede, sondern einfach nur Hannover, Niedersachsen. Das passt. Wenn ich das Foto jetzt bearbeiten möchte, kann ich hier in eine genauere Bearbeitung gehen. Ich kann es beispielsweise mit der einfachen Korrektur schnell drehen. Ich kann es automatisch verbessern. Ich klicke mal drauf. Ist ganz okay, das Ergebnis, was er jetzt gemacht hat. Ich widerrufe das Ganze mal mit Command Z oder mit Widerrufen. Ich könnte auch komplett zurück zum Original und das RAW hier beispielsweise auch neu bearbeiten. Dann gehen alle Änderungen erstmal verloren. Ich sage jetzt trotzdem mal verbessern. Das hat er ganz schick gemacht. Das gefällt mir. Begradigen könnte ich es auch. Wenn jetzt beispielsweise der Horizont schief ist, kann ich das Ganze hier begradigen. Dann blendet er mir hier auch Hilfslinien ein.
Und ich kann den Winkel der Begradigung hier angeben. Dann dreht das so beispielsweise. Gut, bei dem Foto ist das jetzt nicht sehr sinnvoll, aber wenn der Horizont schief wäre, könnt ihr hier begradigen. Ich sage jetzt fertig. Ihr könnt natürlich auch das Bild selbstverständlich beschneiden. Ihr seht schon hier, wie das auch in Lightroom beispielsweise der Fall ist, zeigt ihr das hier sehr ähnlich an in iPhoto. Könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen beschneiden das Ganze. Und ich möchte doch bitte das Format beibehalten. Und zwar ist das ein Originalformat. Ist auch, oder ich könnte sagen, ist ein 2:3 Format. Was hier nicht der Fall ist, ist 4:3, aber wenn ich jetzt 2:3 draus machen möchte oder andere Formate hier, Hochformat, Querformat, ich kann auch eigene Vorgaben hier machen, dann könnte ich das in der Beschneidung schon angeben. Ich sage jetzt mal einfach fertig hier, dann könnte ich das Ganze auch retuschieren, zum Beispiel mit einem Pinsel. Ich kann die Größe hier verändern von dem Pinsel. Nehmen wir mal, habe ich irgendwo einen Fleck in dem Bild? Naja, gut. Ich habe viele Flecken, hier ist Staub auf der Tastatur. Klicke ich einfach mal drauf und er entfernt mir jetzt den Staub, wie ihr seht. Das kann man doch ganz gut sehen. Macht er eigentlich ganz gut, finde ich. Mal schauen, ob er das auch kann. Oder ob ich ein kleineres. Ne, macht er ganz gut. Also ihr könnt damit zum Beispiel Pickel entfernen, ihr könnt damit Unreinheiten entfernen oder Flecken entfernen und so weiter und so fort. Das also mit dem Retuschieren-Werkzeug. Ich sage jetzt auch fertig. Dann gibt es hier oben die Schaltfläche Effekte. Das sind auch einfache Anpassungen. Ihr könnt es aufhellen, ihr könnt es abdunkeln, ihr könnt den Kontrast hier verbessern, die Sättigung. Ihr könnt die Wärme im Bild festlegen. Beispielsweise, wenn ich es ein bisschen wärmer haben möchte, den Weißabgleich. Ihr seht schon, das wird jetzt ziemlich warm. Und ich widerrufe das mal. Ich könnte ein Schwarz-Weiß drauf machen, ich kann hier eine Maske machen, beispielsweise um die Ecken hier abzudunkeln. Ich könnte eine Unschärfe drauflegen mit den vorgefertigten Effekten und ich kann auch die Stärke des Ganzen hier wählen. 3, 4, 5, 6, also man kann da ziemlich viel mitmachen. Und unter Anpassen kann ich natürlich auch selbst in einem etwas professionellerem Werkzeug hier das Ganze bearbeiten. Ich könnte jetzt beispielsweise das Histogramm anpassen. So, einfach mal spaßhalber mache ich das. Ich könnte die Belichtung wieder ein bisschen zurücknehmen. Ich könnte es ein bisschen höher machen, die Belichtung. Ich könnte auch sagen, wenn das jetzt ein Bild ist mit einem Gesicht, dass er die Hauttöne nicht sättigen soll. Ich kann auch hier den Weißabgleich jetzt nochmal festlegen, indem ich auf eine möglichst neutral graue oder weiße Stelle im Bild klicke. Jetzt habe ich schon so arg bearbeitet, dass das natürlich nicht so gut ist. Wir versuchen es gleich an einem anderen Foto nochmal. Ach, er sagt es hier unten ja auch, neutrales Grau oder auf einem weißen Punkt. Und ich könnte die Schatten hier verbessern, das Licht und so weiter und so fort. Ich mache das gleich nochmal an einem anderen Foto. So, das habe ich jetzt fertig. Also möchte ich einmal zum nächsten Bild gehen. Das ist noch völlig unbearbeitet, das nächste Bild. So, gehe nochmal zurück. Möchte jetzt mal das hier bearbeiten. Dann gehe ich jetzt direkt in das Anpassen. Zunächst mal spiele ich hier ein bisschen am Histogramm herum. Ich möchte jetzt eine Definition, also die Mikrokontraste erhöht er dort ein bisschen. Ich kann die Schatten aufhellen beispielsweise, möchte ich hier in dem Fall jetzt nicht haben. Gehen wir mal auf Informationen. Das Ganze ist mit ISO 800 aufgenommen worden, also wird das wohl ein bisschen rauschen. Das könnte ich in der Vollbildansicht, also in 100% von dem Bild, mir genauer ansehen. Aber ich mache das jetzt einfach mal hier ein bisschen Rauschen reduzieren und die Farbtemperatur lege ich jetzt mal an dem Grau hier fest. Ja, er hat auch was verändert. So gefällt mir das ganz gut und so hätte ich mein Bild beispielsweise in diesem hier bearbeitet. Finde ich gar nicht schlecht. Es liefert wirklich, ich sag mal so, dafür, dass es bei jedem Mac dabei ist, das iPhoto, ganz schön mächtiges Werkzeug mit, womit ich Bilder entweder einfach korrigieren und bearbeiten kann oder auch schon
professioneller und sogar RAW-Bilder. Das heißt, Änderungen, die ich hier vornehme, die kann ich jederzeit widerrufen, weil das RAW-Bild an sich nicht veränderbar ist. So, dann gehe ich wieder mal zurück zu meinen Fotos vom Mac. Ich könnte jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt alle Bilder markiere mit Command A, den Ort direkt auf alle festlegen. Ich kann also auch eine Bearbeitung von vielen Bildern damit machen. Wenn ich jetzt alle Bilder hier bearbeiten möchte und eine einfache Korrektur, beispielsweise die automatische Verbesserung, dann kann ich hier auf die Bilder draufklicken und automatisch verbessern lassen. Wenn ich jetzt in der Ansicht oder auch in anderen Ansichten natürlich etwas vergrößert haben möchte, ihr seht schon, hier blendet er automatisch die Navigation ein, wo ich mich denn im Bild befinde. In der Übersicht hier macht das vielleicht gerade nicht unbedingt Sinn. Könnte ich auch dieses Bild hier vergrößern. Ich gehe jetzt nochmal zurück und bearbeite nur ein Bild. Vergrößere mir das mal. Möchte jetzt hier diesen Bereich sehen, weil da meiner Ansicht nach Flecken sind. Ist vielleicht ein bisschen arg groß. So. Noch ein bisschen kleiner. Und die Taste Fn, die möchte ich jetzt bearbeiten. Ja. Einfache Korrekturen, retuschieren, da war ich schon richtig. So. Und machen wir die Taste jetzt beispielsweise sauber. Ohne dass mir das Fn hier kaputt geht. So, jetzt ist die Navigation hier etwas im Wege. Schiebe ich sie einfach beiseite, damit ich weiß, wo ich mich in meinem Bild befinde. So. Dann bin ich damit fertig. Guck mir die Taste an. Gut, da oben hätte ich noch einen Fleck vergessen. Mache ich gleich. Auch hier. 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 So. Somit hätte ich das Bild jetzt beispielsweise bearbeitet. Bin ich fertig mit dem ganzen Spaß hier in der Bearbeitung, gehe ich jetzt nochmal zurück und könnte alle markieren und sage beispielsweise hier unten erstellen, ich möchte ein Album erstellen. Das neue Album heißt Fotos vom Mac, bearbeitete Bilder, sage ich jetzt einfach mal, den Ort hat er noch beibehalten und fertig ist mein Album. Hier unten habe ich dann in der Seitenleiste einen weiteren Punkt, der heißt Alben. Und ich muss das Ganze nicht ausschließlich in den Ereignissen sortieren. So könnte ich nämlich sagen, okay, Fotos vom Mac, ich möchte auch dieses Bild hier, indem ich es einfach runterziehe, zu dem Album Fotos vom Mac hinzufügen. Und da dieses Snow Leopard Upgrade nicht dem Ereignis von Fotos vom Mac entspricht, ist dieses Bild, was ich gerade in meinem Album habe, natürlich auch nicht in dem Ereignis drin, Fotos vom Mac, sondern ich sortiere das dann neu in dem Album Fotos vom Mac und genau dafür ist das da. Wenn ich jetzt beispielsweise in dem Album oder eine Stapeländerung durchführen möchte, dann kann ich hier auf Fotos gehen, ich könnte Stapeländerung sagen und sage, er soll den Titel verändern von meinen Fotos und zwar von allen 500 Urlaubsbildern beispielsweise. Fotos vom Mac und er soll an jedes Foto noch eine Nummerierung anhängen. Dann sage ich okay, er hat das jetzt bearbeitet und wenn ich mir das ansehe, ist das jetzt Fotos vom Mac leer minus leer Nummer 3 oder hier die Nummer 6. Das als Beispiel. Ich könnte auch noch sagen, ach Mist, ich habe vergessen, hier die Uhrzeit von meiner Kamera einzustellen. Die steht jetzt auf 01.01.2007 beispielsweise. Dann könnte ich auch hier das Datum und die Uhrzeit anpassen. Ich kann auch die Originaldateien ändern. Ansonsten wird das nur in meiner iPhoto-Datenbank gespeichert. So könntet ihr beispielsweise auch
Zeitverschiebungen, falls ihr vergessen habt, das anzupassen, hier verändern von den Fotos. So viel erstmal zum ersten Teil von der iPhoto-Übersicht. Im nächsten Video zeige ich euch weitere Funktionen von iPhoto. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!